So, Balim Balim, liebe Leute. Teil Nummer 5 von Halo 4 mit Dima und Jan geht es weiter. Hello. Knallhart durchgenudelt, wie der Italiener sagen würde. Nudel. Und ich habe keine Ahnung, warum wir hier sind. Wir sind auf jeden Fall weggeflogen und sind jetzt auf andere Spartans getroffen. Und wir kämpfen uns jetzt im Spartanverband. Wie damals, so der guten alten Zeit, hier müssen durch. Müssen wir nicht irgendjemanden retten gerade? Hat uns, ach, wir müssen dauernd irgendwas. Hat uns Captain Dingsbums nicht dazu beauftragt? Uiuiui! Oh no! Alter, und schon keine Munition mehr für den Scheiß. Und wo ist deine verfickte Waffe? Ich weiß es nicht. Wo ist die? Das ist doch scheiße. Danke, Free for Free. Danke für gar nichts. Wo ist deine Waffe? Das hast du sonst in keinem anderen Halo, solche Munitionsknappheit. Ja, komm, setz auf. Setz auf. Danke dafür. Ach, du kommst auch noch. Ich habe gehört, alle Spartans sind beim Angriff auf Reach draufgegangen. Von wegen Banane. Bullshit ist es. Also. Da sehe ich doch 3, 4. Ja, wie du schon gemeint hast, das ist ein bisschen schade, dass die... das Mysterium so völlig. Ja, jetzt sind einfach, haben, so. Einfach wieder welche da. Ja. Wir haben einfach nachproduziert. Wurde das jemals erklärt, dass, also warum die alle auf einmal wieder am Start sind oder was? Nö. Okay. Na, vielleicht. Es klang halt an in den ersten 3 Teilen immer so, als wäre man wirklich der allerletzte und das Programm ist beendet und so. Dass halt keine nachkommen. Und jetzt sind welche nachgekommen. Das entwertet die so ein bisschen. Vor allem, wie billig die als sterben, ist halt echt lasch. Ich meine, ein Spartan, wir kämpfen uns hier durch Horden an Gegnern und dann wird er erstochen. Also, die Besten der Besten der Besten, Sir, sollen ja diese Spartans angeblich sein. Ja. Und jetzt. Und ja. Dann sind sie die allerletzten. Hey. Auch nicht besser wie jeder Durchschnittsmarine. Naja, schon so ein bisschen Special Ops mäßig, aber, ja, aber nicht so die Kings unter den Kings so mäßig. Ja, Kings unter den Käses. Das ist ein bisschen schade. Da habt ihr euch viel verspielt. Kredit, wie man auf Deutsch sagen würde. 343 Industries. Ja, das war wohl nix. Aber uns können immerhin die alten nicht weggenommen werden, ne? Das ist doch schön. Du meinst die alten Teile? Die alten Teile, ja. Na gut, ja, die sind fertig. Da kann ja. Man. Es sei denn. Sie rebooten es irgendwie ganz kaputt. Es sei kaputt. Denn, sie machen es so wie bei. Star Wars? Wie bei Call of Duty. Modern Warfare. Dem Remaster, ja. Wo sie Microtransactions nachträglich reingebaut ja, ja. haben. Das geht immer. Ich glaube, ja. ich hoffe... Ich habe noch 1 und 2 und 3 Original. Da können sie nichts dran fuddeln. Genau. Also so, ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass das jetzt zum neuen Standard wird. Einfach so in Remasters diese scheiß Features reinzuhauen, die heutzutage Standard sind, die kein Mensch braucht in seinen Remasters. Ja. Nicht für extra Geld. Ihr dürft die gerne reinmachen, wenn die einfach so kommen. Ja. Also ein Remaster, also für mich ist das so, es ist ein fertiges Produkt. Es war schon mal fertig. Ja. Wenn jetzt noch so Features dazu kommen wie eine verbesserte Steuerung, gerne. Aber wenn ihr versucht mit einem, na, ich weiß auch nicht, andererseits, ich weiß nicht so richtig, ob meine Begründung funktioniert, weil die haben ja schon wieder Mühe reingesteckt. Ein Remaster ist ja nicht einfach nur Auflösung hochdrehen und fertig ist der Lachs. Nein, in diesem Fall nicht. Also... Trotzdem, ich verstehe, dass sie Geld damit machen wollen, aber das machen sie doch hoffentlich, indem sie das einfach verkaufen und nicht, indem sie nochmal irgendwelche fucking Skins oder Waffen da reinhauen. Ja eben, sie haben ja schon mal Geld dafür bekommen. Zweimal also, wahrscheinlich. Genau, der Double Dip ist schon passiert. Jetzt wollen sie Triple Dippen mit Microtransactions und das ist halt so, oh, ehrlich Leute, jetzt ist irgendwann mal Schluss. Ja, das ist nicht der nice Style. Ich brauche eine Waffe. Kollege. Tatsache, Doppel-Null. Was hat der denn hier gerade?
Ist hier Teabag Competition oder was? Ja. Ich kenne dieses Teabaggen auch erst seit Halo, ganz ehrlich. Davor war mir das nicht als Teabaggen bekannt. Das war einfach nur so ein dummer Move, so wie bei Mario Brothers, wenn man sich tausendmal hintereinander duckt. Also das habe ich nie so gesehen, als wenn man da jemandem seine Eier ins Gesicht drückt. Aber seit Halo ist alles anders. Ja, so ist es wohl. Das ist der Meilenstein, den dieses Spiel uns gebracht hat im modernen Spielesektor. Das Teabaggen. Okay, sie kommen wirklich immer zu zweit, die Wurm-Menschen. Ja, ja, das ist so ihr Style. Alter, ich habe halt keine Munition. Hast du irgendwas? Nahkampfangriff? Oh, ouch. Das ist so eine Sache, das hattest du in keinem Halo davor. Munitionsmangel. Du konntest immer zu einer Waffe wechseln, aber wenn die natürlich ins Nirvana fliegt, wahrscheinlich... Oh. Ja. Das ist doch Kacke. Karius und Kaktus. Wie wechsle ich eigentlich hier die Granaten durch? Aha, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. So, wir hauen erstmal die Großen weg. Blammo. Also Munitionsverteilung ist echt aus der Hölle hier. Ist das schon immer so gewesen, auch bei den Bungee-Teilen? Oder nee, eben nicht. Okay. Yeah. Es war immer, wie ich in der ersten Folge schon mal sagte, du gehst einfach so durch. Okay. Und nimmst dir so nach und nach einfach die Waffen vom Gegner. Du killst einen, kannst die Waffe nehmen. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, die sind weg. Und wieso starte ich da unten? Kann ich nicht da oben starten? Du musst jedes Mal den Fahrstuhl mitnehmen. Das ist der Checkpoint. Ja. Du wirst jedes Mal die Cinematic-Einführung haben in diesen ewig gleichen Kampf. Die ich nie mitbekomme, weil ich immer in die falsche Richtung gucke. Tja, du bist halt einfach nicht cinematic genug. Du musst cinematic... Das ist nur für Entwickler dieses Level. Das ist ja auch nur für Entwickler dieses Wort. Cinematic experience my ass, ey. Ja, keiner will die. Will ein Spiel spielen, weil... Weil ich ein Spiel spielen will und nicht, weil ich einen Film gucken will. Ich habe ja gestern Quantum Break angefangen. Mhm. Eine Framerate zwischen 17 und 59. Okay. FPS. Das und selbst bei 42 hat es geruckelt, weil die nicht konstant waren, hattest du die ganze Zeit so einen unterschiedlichen... Jetzt leck mich doch am Arsch her. Das ist auch kein cooler Platz zum Kämpfen, das ist einfach nur leer. Okay. Ja. Und es hat geruckelt wie Sau, weil du hattest alle Bruchteil von einer Sekunde eine andere Geschwindigkeit. Das war nicht cool. Da dachte ich mir auch, das ist so ein cooles Spiel. Ist das eins von diesen Spielen, wo eine Framerate draufsteht, aber in Wirklichkeit das ganz anders ist? Naja, du hast eine variable Framerate und du kannst es auf 30 festsetzen. Aber da dachte ich mir, ey, Dark Souls läuft auf 30 flüssiger wie das. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Es war echt, man hat sich irgendwann daran gewöhnt, aber prinzipiell war es eigentlich nicht spielbar. Oh Mann. Ey, da denke ich mir doch, das gibt's doch nicht. Ich muss das jetzt mal mit fester Framerate versuchen. Aha, vielleicht einfach das von vornherein machen? Hat mich getroffen. Dann brauchst du auch keine Munition mehr? Ja. Theoretisch. Oder einfach alle plattfarmen. Scheiß doch drauf, ey. Einfach rein in den Fahrersitz und dann steigen auch deine Spartans mit ein. Bestimmt. Das wäre der Plan, aber sie steigen auch wieder aus. Naja, wenn du der Fahrer bist, ich glaube, das Spiel will, dass du der Fahrer bist. Nein, nein, das ist dem egal, dem Spiel. Okay. Ah, ich merke schon, okay. Das wird nur die absolut furchtbarste Ride überhaupt. Weil der natürlich alles mitnehmen will. Ach, hier ist der Captain Del Rio. Den müssen wir, glaube ich, retten, oder? Ja, retten nicht. Ich meine, die Infinity Sets. KI! Wenn wir die Verbindung stoppen. Die KI tut ihr Bestes. Das Beste ist nicht gut genug für mich. Sie wollen einfach nur cool driften, um die Ladies zu beeindrucken. Welche Ladies? Der anderen! Bestimmt irgendjemand hier an Bord.
Aber das haben sie gelernt, synchron aussteigen. So. Ja, um dir Platz zu machen. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Ihr seid... Willst du wieder ein Fahrzeug durch eine unmögliche Öffnung bekommen? Ihr seid Hornböcke. Das gebe ich euch mal so mit. Die kommen dann nie wieder raus. Ist mir egal. Die werden nie da unten... Die werden den Ausgang nie finden. Oder sie spawnen direkt hinter dir. Das kann natürlich auch sein. Machen das? Ich habe keine Ahnung. Hier auch. Ich nehme das Ding jetzt hier. What? Alter. Ich verstehe. Das hier erscheint mir als passende Max. Gelegenheit. Das hat auf jeden Fall noch gefehlt in Halo. Ja. Die Luke zum Wartungsschacht klemmt. Okay. Unternehmen wir. Metal Gear. Mini Metal Gear. Okay. Okay, dokili. Spratz. Bzuuf. Okay. Also das ist schön, die seit Reach haben die so ein paar neue Sachen drin, so Fahrzeuge, die man sonst nicht hat. In Reach war es so ein Weltraumabschnitt, wo man in so einem Spacecraft auf eine Station kurz fliegt. Das ist schon ganz nice. Okay. Auch das hier finde ich jetzt ganz hübsch. Ja, ja. Das ist ordentlich. Ich meine, es ist zwar nur ein Schlauch, aber es ist ein hübscher Schlauch. That's what she said. Oh, der Mac kann stampfen. Ja, kann alles, was so ein Mac so können muss heutzutage. Okay. Ich finde das sowieso... Also ich sehe zum ersten Mal, also dass ein Mac einen Nahkampf hat, in dem Sinne, dass er auf jemanden draufstampft. Ist das so? Ja, du hast noch nicht so viele Mac-Spiele gespielt, kann das sein? Also das letzte Mac-Spiel, was ich gespielt habe, war Mac Warrior 4. Das ist schon ein paar Jährchen her. So, wenn geht das nicht mittlerweile 7 Teile? Mac Warrior? Ja. Ich hab keine Ahnung, es gab irgendwann Mac Warrior Online und ist Hawken nicht eh so... Das Hawken habe ich gespielt. Hawken ist auch echt geil für das, also Free-to-Play ist. Sieht das echt cool aus. Ja, ja. Die Grafik ist echt Bombe. Und dabei ist es, glaube ich, nur Unreal Engine 3 oder so. Noch nicht mal 4 oder... Keine Ahnung. Ja, ja, das ist ja schon ein bisschen älter. Aber was heißt nur, ey? Ab einem gewissen Level nimmt sich Grafik heutzutage irgendwie echt nicht mehr viel, muss ich sagen. Ja, Grafik ist heute nicht mehr so, dass... Also Grafik kann jeder machen mittlerweile. Also das ist nicht mehr so schwer wie früher. Ich glaube, es ist schwer, aber alle haben gute Grafik, habe ich das Gefühl. Es sei denn, du bist so ein kleiner Indie-Typ, der aus der Garage da irgendwie sein Unity-Ding zusammenschustert aus gekauften Assets. Ja, und selbst das sieht in der Regel, wenn du nicht ganz kacke bist... Kannst du dir durch die Assets da schon was zusammenkloppen, was gut aussieht? Was vielleicht nicht einheitlich aussieht, aber schon nicht schlecht. Ja. Am besten sind ja sowieso Unreal oder Unity-Shooter, die einfach Assets machen und dann nur Regeln sozusagen schreiben. Das halt so richtig low-level ist. Inwiefern? Also. Na, die nehmen einfach Gegner. Aus so einem Pack, Waffen aus so einem Pack. Ja, genau, das meine ich, ja, genau. Du kaufst dir halt Assets und du steckst die zusammen. Und dann haust du das auf Steam Greenlight. Ja. Und so funktioniert das Spiel jetzt wirklich heutzutage noch, oder? Ja, das ist echt so. Da geht doch noch mehr. Deswegen... Guck mal, da ist die Kugel wieder. Ach ja. Die Blutsväter. Ja, das ist dem seine Ride. Neutralisieren ist neutralisiert. Ich habe gestern übrigens wieder die alten Star Wars Teile gesehen. Alle? Naja, die alten 3 halt, ne? Und... Das ist schon ordentlich. Ja. Nee, aber ich muss sagen, es ist... Die sind schon irgendwie cool für ihre Zeit. Ich habe die letztes Jahr mal wieder gesehen. Also, ich meine, mittlerweile zeigen sie schon deutlich ihr Alter. Ja. Auch die Special Editions, auch die zeigen deutlich ihr Alter. Die noch mehr. Ja, so. Aber im Großen und Ganzen ist das echt noch voll so ein netter Familienabenteuerfilm. Ja, auf jeden Fall. Kann man schon mal machen. Und so ein Sci-Fi-Märchen halt, ne?
ohne irgendwie Anspruch darauf, super realistisch zu sein, sondern es gibt halt Space Wizards Samurais und irgendwelche bösen Nazi-Soldaten. Ich bin halt immer wieder von diesen ganzen Special Effects weggeblasen. Selbst heute noch. Heutzutage kannst du ja gar nicht mehr die Originalversion gucken, glaube ich. Du kriegst ja nur noch die Special Edition. Ja, es ist schwierig. Also. Aber allein diese ganzen Matte-Paintings, die die haben. Ja, das ist krass, ja. Ey, dass das alles Gemälde sind, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und, oder halt auch Modelle und ja. Was ich bis heute krass finde, ist, wie sie dieses eine Ding hier gemacht haben. Können wir das hier platt machen, bevor es mich platt macht? Da dieses schwebende Auto, was sie haben. Ja. Im zweiten Teil. Warte mal, das schwebende Auto? Meinst du das, womit sie auf Tatooine herumfliegen? Ja, genau. Also. Wo sie dann in die Stadt. Ja, ja, das ist im vierten Teil. Wie sie das gemacht haben, ne? Ja, das ist einfach so ein Ding auf Rollen, dann die Rollen rausgeschoppt oder so, ne? Oder was? Nee, nicht einmal, das ist ja in Camera so ein Ding. Ja, da also guckst du. Die Rollen sind auch eigentlich noch da drunter. Ja, ja, die haben aber. Das ist weggeschoppt. Das ist irgendein. Ist das ein Spiegel oder was? Ach du Scheiße. Das ist ja krass. Also, das ist eine total coole Idee. Das ist genau. Was ich auch faszinierend finde, ist dieser In-Camera-Effekt von 2001 Odyssee im Weltraum. Dieser 7 Minuten lange LSD-Trip. Oh ja. Das Ende fuckt einen so ab. Bis ich das mal einigermaßen gerafft habe. Diese letzte Kamerafahrt da, ne, oder was? Ja. Das Schiff und so. Diese Farben vor allem, meine ich. Und das ist sowieso, aber ich meine auch so dieses Ding, wo er sich selbst sieht und er ist alt und irgendwie die Kamera nimmt auf einmal seine Perspektive an, von dem, der im Bett liegt. Also das ist halt so richtig so, das war für mich so eher so der Mindfuck-Moment. Klar, gut. Die Special Effects dann alles so. Das ist auch. Ja, aber krass. Wie macht man das in Kamera? Und das ist. Das zugegeben, das weiß ich nicht. Das habe ich mir mal angeguckt. Haben die so Folien übereinander gelegt oder so? Nee, das ist so eine Sache mit. Du lässt eine Kamera, die bewegt sich von vorn nach hinten auf einer Geraden. Mhm. Das heißt, du so machst eine Kamerafahrt hinein. Ja. Und lässt aber durch so einen ganz dünnen. Oh, Entschuldigung. In so einen Schlitzfilm, wo dann wiederum im 90-Grad-Winkel dazu diese Farben durchlaufen. Irgendwie so funktioniert es. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wie das genau. Ist das so ein kaleidoskopmäßiges Ding? Ja. Also mit Spiegeln? Nee, es ist nichts mit Spiegeln. Es ist einfach nur so ein bisschen Kamera Obscura-Style. Okay. Nur, das ist kein. Runder Punkt ist, sondern ein gerader Schacht, Schlitz, was auch immer. Haben wir es jetzt mal bald hier? Sieht gut aus, was auch immer da. Dass wir dieses Ding hier befeuern. Okay. Ja, das sieht doch. Und halt, was ich total geil fand, ist diese Szene am Anfang, wo die Stewardess diesen Stift aus der Schwerelosigkeit nimmt. Ja. Das ist halt so. Wenn du es weißt, ist der billigste Trick, aber da drauf zu kommen, dass man einfach eine super geputzte Blasplatte hat und den da ganz leicht ranklebt und die dann so bewegt, dass es aussieht, als wäre es in Schwerelosigkeit. Schon nice. Ja. Ich meine, wie geil ist das denn? Ja. Richtig analoge Spezialeffekte. Was mich mal interessieren würde, Leute. Wo zum Teufel sind diese Dinger hergekommen? Die waren schon immer da, Kollege. Vielleicht sind sie auf Requiem heimisch oder was auch immer bei Blutsväter KIs als heimisch durchgeht. So eine aggressive Reaktion haben wir auf keiner der anderen Installationen erlebt. Andere Installation? Mr. Lasky. Die Mission der Infinity bestand darin, die übrigen Halo-Ringe zu finden und Forschungsbasen zu ihrer Stilllegung einzurichten. Wir haben bereits Stationen im Orbit der Installation 5 und 3, aber in letzter Zeit gab es ein paar Rückschläge. Na sowas? Die Scheiße gebaut? Nur diese Sensordaten sind übrig. Ich vertraue Captain Del Rio nicht. Weil er Spanier ist? Ich weiß nicht mal. Bestimmt ist er Latino. Er sieht nicht sehr Latino aus. Für einen Del Rio.
Er hat auf jeden Fall einen prächtigen Zinken. Und an der Nase des Mannes erkennt man seinen Wahrheitsgehalt. Nein, keine Ahnung. Aber ich vertraue ihm. Dann wird es für manche Leute ganz schön eng. Ach ja. Gehen wir von hier weg? Sir, die Infinity hat den Didaktiker zurückgedrängt. Er ist verwundbar. Ja, und jetzt haben wir ihn in die Fresse. Ist er nicht der Einzige. Gerade Sie müssen es doch zu schätzen wissen. Es ist immer, was mich so nervt in den neuen Halos, ist dieses so Nachdenkliche. Also früher war das einfach, okay, wir hauen den einfach auf die Fresse. Jetzt liegt er am Boden, jetzt reden wir noch dreimal nach. Ja, das war so ein bisschen Army-Hurra-Scheiß und so. Ja, ich mag sowas. Nicht dieses, mal gucken, schauen wir mal. Das ist alles sehr emotional jetzt. Ja, I don't need emotional. Jetzt kommen wir mit einer ganz geile Mission. Okay. Gypsy Company? Wirklich die Gypsy Company? Natürlich. Okay. Da steht er und guckt. Captain Del Rio. Captain Del Sirius. Aber ich finde ja, Halo hat immer so einen ganz eigenen Stil von, wie sie Menschen darstellen. Inwiefern? Also die haben so einen ganz eigenen Stil, die umzusetzen. Ich finde, so in Call of Duty sehen die bis heute irgendwie komisch aus. Und ich finde, das ist nicht komisch. Ich habe das Gefühl, die haben so große Köpfe, so ein bisschen. Findest du? Ja, keine Ahnung. Also, nicht so. Also, ich finde, hier haben sie sich auch keine Mühe gegeben. Ich meine, guck dir hier gerade die Haare an. Das ist so das Grundmesh, was sie dafür benutzen. Das ist ein Grundmesh. Oh. Ja, aber ich meine, gut, das ist bestimmt ein bisschen schwierig. Ich meine, hier geht's ja noch. Aber wenn du dir so ein Halo 2 anguckst von den Zwischensequenzen, wie krass da die Leute aussehen. Und übernehmen den Gravitationstrichter. Da würde ich sagen. Im Sinne von gut oder im Sinne von seltsam? Gut auf jeden Fall, weil die halt so Details haben wie Halsbewegung und so. Okay. Wir kriegen das hin. Also wirklich nochmal so ganz neuen Grad von Realismus und Kleinigkeiten in den Muskeln und Bewegungen, die du sonst nur so wirklich beim Film hast. Schon wieder dieses komische Gewehr. Wo ich wieder zu wenig Munition habe, kenne ich sie doch. Aber Schnieker Sandstein Canyon oder was auch immer. Mhm. Ich mag die Farbe von also die Welten sind deutlich netter geworden. Wow, da hat aber jemand, das kann natürlich an der Technik liegen. Ja, guck dir das Ding an. Das sieht vor allem aus wie mein Helm. Ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, hä? Was geht? Okay. Lustigerweise gab es das, glaube ich, schon mal in Halo 2. Dieses Ding oder in Halo 3 als Multiplayer-Karte, wo es solche Dinger zu fahren gab. So richtig, wo ein Spieler das Ding manövrieren konnte? So ein Oschi? Ja, die waren halt furchtbar langsam, aber hatten halt innen drin Fahrzeuge. Okay, das ist ja nice. Und hatten nicht so eine Kanone. Okay. Das war dann eher so Transport-Ding und das, ich glaube, da waren dann so Capture the Flag und so drauf. Genau, wir haben hier Jetpacks. Oh. Aber ich dachte, wir hätten von vornherein schon. Oh, Baby. Okay. Jetpack! Jetpacks machen Spiele ungefähr 500% besser. Nicht, wenn es nicht Duke Nukem ist. Ah, okay. Ja. Und jetzt kommt die. So cool dieses Ding auch ist, die Mission ist furchtbar langweilig. Es ist so eine On-Rails. Wir beschützen das Ding jetzt einfach. Das ist doch so wie die eine Mission in Gears of War, oder nicht? Ja, genau. Genau diese Mission ist das, okay. Aus dem zweiten, dritten Teil oder was, naja, die wir gespielt haben. Okay. Na dann. Aber eins kann ich euch sagen, worauf man sich freuen kann, ist, wenn man das erste Mal hier diese Pelicans steuern kann. Diese Teile da? Mhm. Die sehen aus wie so Transporter oder so. Ja, ja. Sind da dann auch deine Companions drin? Nee, ich glaube, man fliegt das alleine. Das kann aber auch ballern. Okay. Das hat so ein MG drin. Oh boy. Pelicans überleben nie lange.
Scheiße, okay. Und darauf freust du dich? Ja, ich finde das ja nicht so scheiße. Hoffe ich. Ja, gut. Achso, genau, wir müssen jetzt immer mal wieder runter und den Weg frei räumen. Warte mal, wir können doch. Können wir die wegballern? Von hier aus. Das sieht doch gut aus. Bisschen blöd, dass es so immer sein komplettes Magazin leer ballert. Achso. Und du kannst es nicht irgendwie. Ja. Also mit einem Schuss ist das alles Ding. Das ist fast so wie die. Es gibt eine Waffe bei Timesplitters Future Perfect, die heißt Monkey Gun. Ja. Und die hat 50 Schuss. Okay. Ist eine Variante von einer Future-Waffe in dem Spiel. Und sobald du einmal abdrückst, macht sie immer das komplette Magazin leer. 50 Super Schuss. Schnell. Okay. Ja. So innerhalb von 2 Sekunden. Okay. Ich habe so das Gefühl, das bringt nichts. Okay. Den Zielmarkierer hat er. Der Markierer. Spielen wir jetzt Paintball oder was? Sieht mir ein bisschen heftiger aus als Paintball. Das ist Extreme Paintball. Ja, das ist sogar Auto-Aim. Mit echten Toten. Okay. Dieses Extreme Paintball. Müssen wir hier machen. Jetzt muss ich die ganze Zeit denken. Hier. Dieser Zusammenschnitt mit. Das ist das beste Halo. Es ist Call of Duty Black Ops 3. Das ist so geil. Ja, aber ist echt so. Oh, das ist der Markierer. Von welchem Channel sprechen wir nochmal? Wie heißt der Typ? Crobat. Genau, ja. Crobcat? Crobcat, genau. Crobcat. Auf jeden Fall macht er so mega geile Edits. Sozusagen Gegenüberstellungen von Versprechungen, die nicht ganz eingehalten wurden. Das eine Video, was wir gesehen haben, ging um die Uya und das war einfach auch nur unglaublich witzig. Ach komm, das ist von Luschen Jetpack. Okay. Und noch einmal. Na so. Okay, wir können jetzt hier mit Steuerkreuz hoch. Das sieht aus wie ein Pip-Boy, nur halt irgendwie vertikal. Ja. What? Ist das so eine Art Satelliten-Railgun? Ah, okay, das Ding. Ah, das gibt's ja auch noch. Naja. Ja. Ich dachte das doch. Ich dachte schon so, ist das einfach nur Deko, dieses fette Ding da auf dem Panzer da? Nein, nein, das kann auch schießen. Das machen wir jetzt übrigens die ganze Mission. Wir steigen ab, räumen den Weg frei, schießen auf Beschützer. Ach, das ist doch doof. Ja, das ist so ein bisschen lame. Also, seien wir doch mal ehrlich. Solche Missionen sind doch echt langgezogene Filler, habe ich das Gefühl. Also die Skybox, warte, geh doch mal hoch. Ich sehe doch die Komprimierung von den Wolken, oder? So ein bisschen, ja. 16-Bit-Textur. Ja, so haben sie Jetpacks verwendet. Ja, echt mal, das sieht so ein bisschen. Vor allem, das hier sieht nicht so aus, als. Wie ziehen denn hier die Wolken? Die ziehen so im Kreis um uns herum, also die circlen. Ein Punkt, okay. Kann das sein? Ja, das kann sogar sein. Das ist so wie bei Ocarina of Time, bei dem Todesberg, wo die Wolken im Kreis gehen. Nur ja, halt ja. Ich weiß, was du meinst. So um den Berg herum immer. Ja, genau das. Was passiert hier? Lass mich! Ich glaube, jemand echtes muss an die Kanone ran. Jemand, der Zielwasser getrunken hat. Hier, hau mal kaputt. Treffen den schon. Wir haben ihn nicht getroffen. Ich finde das witzig, dieses also, dass die so Kondensstreifen hinterher ziehen. So. Egal wie scharfe Kurven sie ziehen. Okay, wartet der Truck jetzt auf dich? Okay. Nein. Aber er ist nicht so mittig schnell. Ja, das ist gut. Die würde ich ja einfahren, die Türen. Aber ist nur meine Meinung. Ach, da hat doch keiner von den anderen Jetpack. Du bist der Einzige, der wieder einsteigen kann. Der Einzige, der hier hochkommt. Alter, es gibt hier Munition. Das ist gut, richtig, wichtig. Es ist und gut. Was? Wer blockiert, Mann? Der Mammoth. Kannst du die Kanonen reparieren oder sind die jetzt einfach disabled für den Rest der Mission? Ja. Ach, ernsthaft? Oh, Mann. Das ist ja kein Minecraft hier.
Na, keine Ahnung. Oder kann man niemand... Warte mal, können wir hier nicht sagen... Oh, Abfahre. Oh. Nein? Oh. Okay. Sagen wir einfach vielleicht. Ja, okay, es geht wohl nicht. Kartoffel da irgendwie 2 Meter weit. Dann müssen wir das wohl ganz taktisch machen. Eigentlich wäre ja so eine explosive Sniper geil. Also so explosiv geschossen. Ja. Das wäre so richtig perfekt jetzt. Okay. Weißt du, warum ich Plasma nicht mag? Ja. Ja, ich verstehe. Haben ihn getroffen! Ist nicht angekommen. Ist das einfach so... Okay, genau. Das ist ja fantastisch. Was? Nicht nach hinten! Alter, da war es doch gerade... Ah! Geh weg! Also, komm und schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir. Ach komm, ich hab gedrückt, wieso Master Chief. Geht das nicht? Das ist doch scheiße. Ich ficke euch. Master Chief, der größte Held in deiner Welt. Ach ja, so könnte es gehen. Aber liebe Leute, ich sehe auf die Uhr und es ist Zeit zu beenden von dieser Folge. Es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Ja. Wir haben viel erlebt. Und werden uns das nächste Mal diesem Canyon widmen. Seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn Dima und ich hier diesen Mammut durch dieses Tal schleusen. Rushby, sage ich dann nur, Rushby, bitte. Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis auf dann.